Guten Tag, liebe Fernsehzuschauer hier aus der Citygemeinde in Karlsruhe. Ich möchte heute über das Thema Lobpreis, Anbetung und christliche Musik sprechen und Ihnen einfach meine Erfahrung damit teilen und das auch ein bisschen vielleicht strukturiert mal das Thema angehen, dass jeder sich so seine Gedanken dazu machen kann. Ja, meine Beziehung zu Jesus auch ist eine ganz spezielle. Er musste mich jetzt diesen Dienstag um 4.33 Uhr morgens wecken, damit ich dann anderthalb Stunden Zeit hatte, so halb verschlafen, die Predigt in mein Handy zu tippen. Und war dann auch ganz erstaunt am nächsten Morgen, wie gut das dann doch am Ende war. Ja, ich habe so die letzten Jahre immer wieder mal so drüber nachgedacht. Wir haben gerade auch gehört, Lobpreis, Anbetung ist wichtig. Und ich habe einfach mal versucht, das ein bisschen strukturiert anzugehen und habe mal das Ganze in vier Ebenen geteilt. Und darum geht es auch heute. Also erstmal fangen wir mal ganz unten an. Einfach, wir hören die Musik, dann sind wir bei einem christlichen Konzert. Das ist eine ganz tolle Sache. Die zweite Ebene ist dann, wir fangen an mitzusingen, also so Singalong, wie auch die Kinder das machen, können sie Disney-Lieder singen und wir singen halt christliche Lieder, das tut schon was zu uns. Und dann kommt so der Schritt vom Mitsingen in Lobpreis, wenn wir anfangen, ja, über Gott Dinge auszusprechen, wie groß er ist, bis hin zur Anbetung, wenn wir über unsere Beziehung mit Jesus singen. Ja, aber bevor ich da jetzt mal in die Tiefe gehe, möchte ich ein bisschen was von mir erzählen. Ich war ja das erste Mal hier im Gottesdienst, vor 15 Jahren war das ungefähr, im Frühjahr. Und da haben die alle so komische Lieder gesungen, war so eine komische Stimmung. Und ich konnte das gar nicht so richtig begreifen, was da war. Ich habe nur gespürt, irgendwas ist da anders. Aber es hat dann doch ein halbes Jahr gedauert, bis ich dann doch wieder gekommen bin in die Gemeinde nach dieser ersten Erfahrung. ja, und dann war das ganz gut, weil unsere Gemeinde hier hat einen Bibelworkshop angeboten und das ist genau das, was ich Ihnen, liebe TV-Zuschauer, auch nahelegen. Es gibt viele Gemeinden, da heißt es auch Alpha-Kurs, einfach mal, wo der christliche Glauben einfach erklärt wird. Also ich bin aufgewachsen, bin evangelisch gewesen, jetzt nicht in einem gläubigen Elternhaus, wusste immer, dass es Gott gibt, aber was jetzt das alles so ist mit Jesus und Heiliger Geist, habe ich alles nicht verstanden. Also bin ich dann in diesen Gottesdienste gegangen, da haben wir dann diese schöne Musik gehabt, waren deutsche Texte, ich konnte mitlesen, habe dann ein bisschen mitgesungen, das war einfach schon eine ganz nette Erfahrung. Parallel dazu habe ich dann diesen Bibelworkshop gemacht und dann ist mir irgendwo plötzlich ein Licht aufgegangen. Ich bin ja nicht so der emotionale Typ. Bei mir ist das ja eher eine Sache, die auf der, ja, Verstandesebene kommt. Und da habe ich mir gedacht, naja, es ist ja eigentlich ganz einfach. Es ist ja sozusagen so für die Informatik eine binäre Entscheidung. Entweder es gibt den Gott der Bibel oder es gibt ihn nicht. Und vielleicht gibt es da ja nicht. Es ist einfach ein Ja oder Nein. Und der Gott der Bibel wird beschrieben als der allmächtige Gott, der Gott, der die Welt geschaffen hat, dem alles möglich ist, dessen Kinder wir sind. Und da dachte ich, ah ja, das ist, stimmt. Ja oder nein, es gibt ihn oder es gibt ihn nicht. Wenn es ihn nicht gibt, gut, dann leben die Christen ein ganz gutes Leben, versuchen nett zu sein. Aber wenn es ihn gibt, wow, dann ist die Bibel ja sein Wort. Weil wenn er die Welt geschaffen hat, wenn er allmächtig ist, dann kann er auch dafür sorgen, dass in der Bibel sein Wort so ist, wie es er das möchte. Ja, und dann kommen wir zu der ganzen Geschichte. Dann habe ich das gelernt mit Jesus, dass Jesus für uns gestorben ist und auch für mich gestorben ist. Und dann dachte ich, naja, wenn das dann alles stimmt, dann muss es ja auch überprüfbar sein. Und da habe ich dann meine persönliche Entscheidung für Jesus getroffen, wie wir Christen so sagen, Bekehrung oder Wiedergeburt, weil ich mich also von Neuem für Jesus entschieden habe. Und das war dann so ein Prozess. Ja, das habe ich vom Verstand her entschieden. Aber es hat dann sich nicht sofort am nächsten Tag was geändert. Was sich geändert hat, das habe ich aber erst später gemerkt, dass ich plötzlich beim Lobpreis gesungen habe und plötzlich waren das keine Texte mehr, das waren Gebete. Das war Wahrheit. Also ich habe plötzlich Dinge da gesungen oder auch nicht mehr gesungen, weil
ich erstmal die Texte lesen musste und mir überlegen, ist das Wahrheit und ist das auch für mich Wahrheit, was ich da singe? Hat das was mit mir zu tun? Und plötzlich fingen meine Gedanken an, immer so ein bisschen eine halbe Sekunde hinter den Texten zu sein. Ich musste so lesen, ich musste verarbeiten und dann, wenn ich sagte, naja, passt irgendwie, dann konnte ich es auch singen. Weil ich wusste ja, es ist ein Gespräch zu Gott. Ja, und dann sollte ich auch das singen, was ich so meine. Und dann fing es eigentlich wirklich bei mir an, die Frage, will ich das? Und dann waren es einfache Aussagen, weil ich es vom Verstand her gesagt habe, ja, du bist der Schöpfer der Welt. War für mich klar, okay, wenn ich das glaube, ist Jesus der Schöpfer der Welt, passt. Er hat mich vom Tod errettet, kann ich auch akzeptieren. Passt, konnte ich singen. Du bist erhaben, du bist herrlich, du bist groß. Waren Texte, die konnte ich singen. Aber plötzlich gab es auch Aussagen, die über mich kamen. Mein ganzes Herz gehört dir. Ja, das konnte ich nicht mehr singen. Da dachte ich, na, mein ganzes Herz, oder ich will dir mein ganzes Herz geben. Dann dachte ich, nee, schaffe ich auch nicht. Also haben die Texte plötzlich was mit mir gemacht. Ich konnte sie nicht mehr so einfach singen. Und auch so Texte wie, dir will ich alles geben. Na, ich wusste so tief in meinem Inneren, so, also vieles, aber alles ist schon ziemlich umfänglich. So, also da hat plötzlich was mit mir angefangen, an mir zu arbeiten, als ich da gesungen habe. Und plötzlich konnte ich auch nicht mehr alles singen und bin dann mehr so auch in Gedanken mit Jesus in den Diskurs gegangen. Was ich später feststellte, ich bin dann schon so in die Ebene Lobpreis und Anbetung gerutscht und plötzlich war es nicht mehr ein Mitsingen. Weil beim Mitsingen singt man halt einfach nur mit. Da muss man sich nicht so richtig identifizieren mit den Texten. Gut, schön waren dann wieder so die Texte, die so verallgemeinernd waren. Ja, wir beten dich an, wir geben dir mein Herz. Ist ja schön, wenn die anderen das machen, da konnte ich auch noch mitsingen. Hat mich ja nicht betroffen. Oder wenn man von ihm gesungen hat, als wäre er gar nicht da. So, er ist groß, ist ja super, aber er ist ja hier bei uns. Also rede ich ihn ja nicht in der dritten Person an, sondern in der zweiten, sondern würde ja sagen, du bist groß. Konnte ich wieder umtexten in Gedanken und das ging dann. Aber gut, es war eine Zeit, ich konnte mich halt auch immer in der Menge verstecken. Aber dann Schritt für Schritt war mir klar, die Texte haben auch was mit mir gemacht. Also habe ich auch angefangen, dann Sachen, die ich nicht direkt singen konnte, wie zum Beispiel so mein ganzes Herz will ich dir geben. Nee, das will ich nicht. Dann habe ich gesagt, naja, Jesus zeigt mir einen Weg. Ich sagte immer gesungen, ja Jesus, ich würde dir gerne wollen, dir mein ganzes Herz zu geben. Ich habe dann mal so da hinten angefangen. Schenk mir zumindest mal das Wollen, dass ich das will, mich damit mal zu beschäftigen. Und das sind, glaube ich, so die Dinge, wo Jesus sich freut, wenn wir da in dieser Beschäftigung kommen. Es war dann für mich angefangen, da hat eine Diskussion mit Jesus angefangen. Immer so, zum Teil habe ich mitgesungen, zum Teil habe ich das gedacht. Gut waren dann natürlich auch englische Lieder, konnte man mitsingen, musste man sich mit den Texten nicht so identifizieren. Die meisten Worte habe ich gar nicht so richtig verstanden, obwohl ich jetzt irgendwie seit 20 Jahren fließend Englisch spreche. Ist der christliche Jargon, muss man auch nochmal lernen. Ist nicht so ganz die Umgangssprache. So. Das heißt, da war auch für mich so ein Thema bei englischen Liedern, war immer eine Schwierigkeit, weil ich nicht Muttersprachler Englisch bin. Ich konnte in der Tiefe gar nicht begreifen, was sie bedeuten. Deswegen konnte ich es auch gar nicht so loben und preisen, weil für mich war es dann nicht Wahrheit, weil ich habe es gar nicht begriffen. Also bin ich dann wieder auf die Ebene des Mitsingens zurückgefallen. Und so war das denn und das ist alles so ein Prozess und der hält so über Jahre. Und deswegen bin ich dann auf die Idee gekommen, mal zu versuchen, das alles zu sortieren. Weil ich denke, es geht vielleicht vielen Leuten so und auch bei Ihnen vom Fernsehen, dass man immer nicht so weiß, was macht man mit diesen Liedern. Und die einfachste Ebene, ich nenne die mal die Stufe 1, ist das christliche Konzert. Das heißt, wir sitzen so als Zuschauer oder hören eine CD, konsumieren Lieder, die Texte sind biblische Wahrheiten, sollten es zumindest sein. Das heißt, wir brauchen da halt ordentliche Lieder, die halt auch genau das entsprechen, was Gott sagt über sich, über uns, biblische Wahrheiten. Konsumieren ist einfach. Und ja, wenn eine gute Stimmung da ist, was ich später auch gelernt habe, da wirkt ein bisschen so der Heilige Geist, kann mich der Stimmung hingeben, kann mich meinen Gedanken hingeben, kann das irgendwie erspüren, erfühlen, mich sortieren. Also ist eigentlich das christliche Konzert, ist eigentlich immer eine schöne, einfache
Sache. Was eine größere Herausforderung dann ist, war dann im Prinzip die nächste Stufe. Ups, mein Blatt macht sich selbstständig. Das Mitsingen. Das ist ja im Englischen heißt so schön Singalong. Also das heißt, wir sind auf einem christlichen Konzert. Ich meine, wir kennen das ja alles. Wir haben so ein schönes Gospelkonzert, das ist ja richtig mitreißend. Da lässt man sich so eine Gospelband, die singt ein paar Lieder und ein paar Texte und Refrains kennt man dann auch. Und dann schmettert man so mit und dann ist man da so irgendwie so drin. Also was ist so die wichtige Grundlage fürs christliche, also das Mitsingen ist, dass ich die Texte verstehe. Also ich muss sie kennen, dafür haben wir zumindest mal hier, auch jetzt hier in der Gemeinde, den Beamer, die Texte, und dass ich dann auch mitsingen kann. Ja, muss ich sagen, für mich persönlich war es natürlich schwierig dann auch wieder mit englischen Liedern, weil ich kannte die Texte nicht, konnte sie auch nicht so schnell erfassen, wenn ich sie lesen musste, war der Gesang schon dran vorbei, bis ich das alles hatte, also aber da war sozusagen mal eine grundsätzliche Herausforderung da, die ich hatte. Aber das Gute für mich, was ich dann so erkannt habe bei dem Mitsingen ist, naja, auf der Ebene vom Mitsingen, da muss ich noch nicht eins sein mit den Texten. Die müssen noch nicht meine Wahrheit sein oder überhaupt Wahrheit sein. Ich konnte irgendwelche Texte mitsingen. Ich hoffte mal, dass der Autor dann ein vernünftiges Lied geschrieben hat und war dann auf der Mitsingen-Ebene. Und jetzt kommt so genau dieser Schritt, der dann bei jedem irgendwann mal passiert, wenn wir vom Mitsingen in den Lobpreis umsteigen. Und ich habe mal jetzt mal, das ist mal ganz wichtig, wenn wir über Dinge reden, oder für mich wichtig, dass wir einfach über das Gleiche sprechen. Deswegen habe ich jetzt einfach mal in Duden geguckt und habe mal geguckt, wie definiert der Duden das Wort preisen und wie definiert der Duden das Wort loben? Weil wir sagen immer Lobpreis und denke ich, das ist mal gleiche Basis. Wir sind hier in Deutschland, deutsche Sprache. Gucken wir mal, was der Duden dazu sagt. Und der Duden sagt zu preisen, die Vorzüge einer Person oder einer Sache begeistert hervorheben, rühmen und loben. Da steht jetzt schon wieder bei preisen loben mit drin. Und zu loben sagt er, jemanden sein Tun, Verhalten mit anerkennenden Worten auch als Ermunterung und Bestätigung, positiv beurteilen und damit seine Zufriedenheit, Freude oder Ähnlichem dem Ausdruck geben. Ein bisschen kompliziert. Aber was heißt das? Loben, bei Loben spreche ich über eine Person. Und Lob, damit es Lob ist, muss Wahrheit sein. Sonst ist kein Lob. Ne? Also es ist ja, wenn ich zum Beispiel mit einem Mitarbeiter im Gespräch sitze und sage, du bist der beste Mitarbeiter der Welt, dann wird der Mitarbeiter sich schon überlegen, ist das jetzt, erstmal ist es wahr, ja, könnte ja schon sein, und meint es mein Chef wirklich so? Ne? Oder ist es nur so eine Floskel? Ne? Und deswegen ist es wichtig, beim Lobpreis, wenn wir es aussprechen, muss es erstmal Wahrheit über die Person sein, über die wir es aussprechen. Ja? Das hat noch nicht unbedingt was damit zu tun, ob ich es wirklich glaube. Aber kann ja sein, ich kann ja sagen, Gott, du bist groß. Kann ich sagen, ja, das intellektuell stimmt. Und es muss aber auch meine Wahrheit sein. Weil sonst ist es kein Lob, sonst ist es nur dahingesagt. Seht ihr, wo das jetzt die ganz große Herausforderung ist, wenn wir so sagen, wir singen im Lobpreis und singen Aussagen über Gott, dann müssen es Wahrheiten sein. Und da ist dann bei mir so der Knack losgelaufen im Gesang, wenn es noch keine Wahrheiten für mich sind. So wenn ich sage so das erste Mal, du bist der Schöpfer der Welt. Das Gute ist bei mir, ich konnte vom Verstand Jesus und Gott komplett annehmen. Da gibt es bei mir 0 Millimeter, dass Gott die Welt erschaffen hat, dass er allmächtig ist. Weil wenn er allmächtig ist, kann er auch die Welt erschaffen. Aber wenn er nicht allmächtig ist, dann kann man andere Sachen diskutieren, wo die Welt jetzt herkommt.
So, und dann kommt genauso die Sache, wenn wir das singen und wirklich verarbeiten, ob es für uns Wahrheit ist. So, zum Beispiel, du gabst dein Leben, damit ich lebe. Gut, das ist eine schöne Textzeile, aber verstehe ich sie wirklich? Gut, habe ich dann, da hat der Bibelworkshop geholfen und auch ein bisschen hinterher, habe das dann verstanden, wieso Jesus für uns sterben musste, warum er unsere Sünden auf uns genommen hat, wie er uns damit den Weg in den Himmel geöffnet hat. Das ist dann mehr was für einen Bibelworkshop oder für einen Alpha-Kurs, längeres Thema. Aber da, wo sie sagen, okay, ja, das ist Wahrheit, das kann ich glauben. So, und jetzt kommen wir zu dem Punkt. Ich kann Jesus gar nicht preisen, wenn ich ihn nicht kenne. Weil dann ist es kein Lob und kein Preis. Dann ist es ein nettes Mitsingen über eine Person, von der ich gehört habe, dass sie jemand anders kennt. Oder wo jemand anders Aussagen über die Person getroffen hat, aber ich persönlich nichts weiß. Ja, so, da bin ich dann gehangen beim Lobpreis. Und dann habe ich lange drüber nachgedacht, was dieses Wort Anbetung, also wo ist jetzt genau dieser Übergang zwischen Loben und Preisen und Anbeten. Und deswegen ist es auch wieder gut, in das Mitsingen, in den Duden mal zu gucken. Der Duden sagt, Anbetung, ein höheres Wesen, jetzt in diesem Fall ja Jesus oder Gott, beten, verehren, jemanden überschwänglich verehren, vergöttern oder besser gesagt anschmachten, anschwärmen, aufblicken, aufschauen, aufsehen, bewundern, lieben, schwärmen, anhimmeln, all sowas. Und da dachte ich, ja, wir lieben Ehemänner, das ist das auch, was unsere Frauen gerne von uns hätten. Es gab vielleicht auch mal eine Zeit, wo wir das gemacht haben, können wir wieder, wieder mal ausgraben. Das heißt, wieder verliebt sein, weil es sind schon ziemlich viele Attribute, die was mit Liebe zu tun haben. Und Liebe kann nur auf einer Beziehung beruhen. Also ohne Beziehung wird es schwer sein, Liebe zu haben. Also ist der Übergang vom Loben und Preisen in die Anbetung, dass wir nicht mehr im Lobpreis über Gott reden oder über Jesus, was ihn freut, sondern in der Anbetung über unsere Beziehung zu ihm. Dann hat es was mit uns zu tun, weil da muss ich jetzt nämlich mein Herz angucken. Loben zu sagen über Gott, ja super, du bist der Schöpfer der Welt, du bist die Wahrheit, du hast nur Gutes für uns, hat ja alles was mit Gott zu tun, hat alles was mit Jesus zu tun, alles was mit dem Heiligen Geist zu tun. Aber zu sagen, mein Herz gehört dir, das hat was mit mir zu tun. So, und deswegen kommen wir zu dem Thema, dass Anbetung nur in einer vertrauten Beziehung möglich ist. Also kommen wir zu dem Punkt, wir brauchen eine Beziehung zu Jesus. Und das Tolle ist, dass wir mit Jesus, Gott und dem Heiligen Geist jemanden haben, der eine Beziehung zu uns möchte und nicht zu uns als Gruppe, zu uns als Gemeinde, zu uns als Christenheit, zu uns als allen Menschen. Nein, jemand, der eine Beziehung zu mir persönlich möchte, der mich persönlich kennt, ja, und mit mir diskutieren. Und dann freut es Jesus natürlich, wenn ich mit ihm mich austausche. Und wenn ich dann so Texte singe in Anbetung, Jesus schenkt mir das Leben, ja, das kann ich glauben. Und dann kommt mal wieder, mein ganzes Herz gehört dir. Und dann sage ich, Jesus, na, so ist es noch nicht, es gibt noch so viele Fleckchen, die ich gar nicht loslassen will. Ein paar Sachen will ich loswerden, ein paar Sachen, wenn ich ehrlich zu mir bin, will ich gar nicht loslassen. Oder so schöne Texte ist, Jesus, dir werde ich folgen mein Leben lang. Da wird es ganz schwierig. Da denke ich, naja, es wäre schön, wenn ich mal an diesen Punkt kommen würde. Vom Verstand her weiß ich, dass es natürlich richtig wäre, auch nur das Beste für mich. Aber von meiner Prägung, wo ich doch sehr eigenständig bin, weiß ich doch, dass es manchmal eine große Herausforderung ist. Und dann passiert es mir oft hier, wenn ich hier dann bin in der Gemeinde, diese Lieder singe, dass ich auch nicht mehr direkt mitsingen kann.
sondern ich starte dann in Gedanken ein Gespräch mit Jesus. Ja, ich texte die Texte um oder sage Jesus, ja, Jesus, da habe ich noch ein Thema oder hilf mir da, führ mich dahin. Ja, und dann sieht es zwar vielleicht mal so aus, nach außen hin, dass ich nicht feurig mitschmettere, aber da habe ich zum Glück auf eine Ebene geschafft manchmal, dass ich sagen kann, ja, da habe ich was, was Jesus richtig möchte, weil dann kommen wir nämlich genau in diese Beziehungsebene rein mit Jesus und auch das Gespräch, weil ihr wisst ja, Gebet ist ja nicht eine Floskel, sondern ist einfach ein Gespräch mit Gott. Und deswegen, wenn Jesus unser Liebhaber ist oder unsere Ehefrau, wenn man das mal übertragen im Sinne macht, und die wird sich schon freuen, wenn wir Männer uns mal unser Herz ausschütten und versuchen mal unsere Gefühle wieder zu finden. Ja. So, und ich glaube, das ist dann so eine, sind wir an so einem Punkt angekommen, wo es Jesus natürlich extrem freut, wenn dieser Prozess in uns startet. Ja, und da habe ich gemerkt, jetzt also in diesen, wenn wir dann jetzt quasi im Lobpreis sind und in der Anbetung, dass da viel passiert. Und jeder nimmt das alles ein bisschen unterschiedlich wahr. Und deswegen ist natürlich genau die Frage, wie gut ist der Lobpreis, wie schön ist der Lobpreis? Dann ist das, habe ich am Anfang gedacht, ja, das hat irgendwas damit zu tun, wie hier mitgeschmettert wird, wie mitgesungen wird. Aber zum Teil ist es auch was ganz Subjektives, ja, weil das Team, haben wir ja auch gehört, das kann nur den Rahmen der Musik geben. Die beten über die Liedauswahl und dann ist es eine Herausforderung, bei wem welches Lied passt. Aber zum Beispiel, wenn ich in Loben und am Beten bin, an welcher Textstelle der Einzelne hängen bleibt, da hat dann der Lobpreis gar keine Kontrolle mehr drüber, das Team. Die können quasi nur diesen Rahmen bieten. Dann beginnt so ein Prozess in einem selber, und da sind wir ja glücklich, dass wir den Heiligen Geist haben, unseren Geist, der mit dem Geist Gottes kommuniziert. Und dann hat es wirklich was sehr viel mit mir persönlich zu tun. Will ich mich öffnen? Kann ich mich öffnen? Habe ich die richtige Einstellung? Verstehe ich die Texte, verstehe ich sie nicht? Kann ich mitsingen, kann ich nicht mitsingen? Und dann nehmen wir alle quasi die Musik ein bisschen unterschiedlich wahr. Für mich war auch eine ganz große Hilfe, als ich mich dann bekehrt hatte vor 15 Jahren. Wir sind ja hier in einer charismatischen Gemeinde, die City-Gemeinde. Das heißt, wir haben ja auch diese Bibelstellen über diese Gaben, die Gott uns geschenkt hat. Und eine der Gaben, die Gott mir geschenkt hat und auch allen Christen schenken möchte, ist das Sprachengebet. Es ist quasi eine eigene Gebetssprache, mit der unser Geist, mit Gottes Geist kommunizieren kann. Also ich kann quasi in einer Sprache beten, oder mittlerweile habe ich auch geübt zu denken, die ich gar nicht verstehe. Und das macht es mir natürlich oft im Lobpreis einfach, wenn ich vom Verstand gar nicht mehr weiterkomme, kann ich auch einfach da bei mir umswitchen und zu sagen, okay, dann singe ich das entweder laut oder leise in dieser neuen Sprache, die ich bekommen habe. Und da hilft es mir natürlich auch wieder, wenn ich jetzt mich von meinem Verstand da irgendwo verloren habe. Ich habe auch einen ganz seltsamen Effekt. Manchmal passiert mir das, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, dann habe ich hier so Lobpreis, eine tolle Stimmung da, plötzlich kriege ich eine ganz große Klarheit der Gedanken und dann rattert mein Kopf plötzlich los mit allem, was irgendwie getan werden müsste oder tun könnte, und dann irgendwelche Projektlisten durch den Kopf. Und da denke ich, die haben jetzt auch nichts zu tun. Aber es ist natürlich auch wieder mal ein Wirken des Heiligen Geistes, der irgendwie Klarheit schafft. Und wenn ich da wieder versuchen, rauskommen will zu Jesus, dann habe ich immerhin die Chance, hier mit dem Heiligen Geist über das Sprachengebet direkt zu kommunizieren. Ja, also noch ein paar Sachen zum Schluss, um das Ganze mal zusammenzufassen, dass ihr und sie zu Hause da auch was mitnehmen könnt. Also Lobpreis und Anbetung sind Gebete, also wenn wir auf dieser Ebene sind, und damit Gespräche mit Gott, mit Jesus, mit dem Heiligen Geist. So, und genauso müssen wir das auch betrachten. Es kann sein, dass wir
da mal nicht sind, dann sind wir halt auf der Ebene mitsingen und christliches Konzert, auch eine ganz tolle Sache, auch der Heilige Geist und Gott kann da viel wirken. Jeder muss sich die Frage stellen und bei vielen Texten schon so, kann ich loben und preisen oder singe ich nur? Ja, das ist eine ganz persönliche Sache, da muss jeder so drüber nachgucken und das sind so, und genau, das sind so schöne Sachen, weil die Texte, die wir hier singen, sind eigentlich ganz einfache und fundamentale Wahrheiten aus der Bibel. Zum Beispiel, schön, dass ich ein Kind von dir sein darf. Ja, ich meine, klar, kann ich das annehmen, Kind Gottes zu sein? Was bedeutet es, Kind Gottes zu sein? Auch so eine Sache habe ich jetzt auch in letzter Zeit öfters gemerkt. Am Anfang habe ich gedacht, na, habe ich Lobpreis-CDs mir gekauft und gehört und da war das alles so schwierig, musste ich da jetzt immer mitsingen und alles und Verbindung haben. Aber mittlerweile habe ich da jetzt einen ganz anderen Eindruck zu christlicher Musik. Ich höre jetzt einfach, nachdem es ja jetzt hier Apple Music und Spotify und Streaming und das alles ohne Schwierigkeiten gibt, habe ich jetzt mir da meine eigenen Playlists für den Hintergrund, dann höre ich halt einfach christliche Musik, auch englische, einfach im Hintergrund, wenn ich Musik hören will oder beim Autofahren, dann habe ich dann schon wenigstens mal eine positive Grundstimmung, manchmal berührt mich ein Text, manchmal auch nicht, wir müssen nicht immer aktiv dabei sein. Ja, die Gabe des Sprachengebets ist auch eine Riesenhilfe für alle, die das noch nicht haben. Fernsehzuschauer zu Hause suchen sich eine Gemeinde, die diese Gaben praktiziert. Und hier bei uns in der Gemeinde beten wir gerne für die Leute zur Freisetzung. Das ist einfach ein ganz großes Geschenk, was Gott uns da gegeben hat. Und dann nochmal so, so zum Schluss. Wir müssen das auch alles gar nicht immer so kompliziert sehen. Jesus freut sich auf jeden Fall, wenn wir eine Party mit seiner Musik feiern. Ja, das ist auch zu Hause, im Auto, überall kann man singen, kann man schräg mitsingen und alles. Da würde ich mal sagen, das löst schon mal eine Freude im Himmel aus, wenn wir das tun. Und deswegen ist erstmal sowas gut und auch christliche Konzerte sind gut. Ich habe mich auch so oft gedacht, ich meine, wieso sind wir in der Lage, 100 Euro für ein Konzertticket für irgendeinen Superstar auszugeben? Aber so, wenn so christliche Konzerte sind, irgendwie geht keiner hin. Also so für weltliche Unterhaltung geben wir viel Geld aus. Ja, und die ganze christliche Welt würde sich schon sehr mehr freuen, wenn wir auch mal ein bisschen mehr Geld für die christlichen Produktionen ausgehen. Und es ist natürlich auch eine tolle Sache, einfach mal in ein christliches Konzert zu gehen, in ein Gospelkonzert oder was auch immer, um einfach auch eine gute Stimmung, eine gute Zeit mit Jesus zu haben. Ja, das war so mein Thema. Also wenn ich mich freuen würde, wenn ihr was mitnehmt, ist es genau dieses Wissen über den Übergang vom Mitsingen zum Lobpreis. Also dann genau dieser Punkt, wenn die Texte, die ihr singt, Wahrheiten werden. Ja, und ich glaube, das merkt ihr am besten dann, wenn ihr herausfordernde Texte singt und irgendwas in euch, in eurem Herzen passiert und ihr sagt, funktioniert nicht so ganz, ich kann es ja singen, die Worte. Aber mein Herz sträubt sich da und das sind genau die Punkte, wo sich Jesus riesig drüber freut, weil dann heißt es, dass ihr immer näher zu Jesus kommt und dass er einfach euch helfen kann, genau diese Dinge in eurem Leben aufzuräumen, zu verbessern, dass er euch da Heilung schenken kann. Das ist auch alles nicht so kompliziert. Könnt ihr Jesus sagen, hallo Jesus, ich hänge an dem Punkt, zeig mir, was ich machen kann, schenk mir da Heilung. Und dann, super, und dann kann ich plötzlich eine Strophe, die ich früher nicht singen konnte, plötzlich ohne Probleme singen. Und für mich ist es dann Wahrheit und nicht mehr nur ein Lied, was ich singe. Ja, und in diesem Sinne danke ich Ihnen recht herzlich fürs Zuschauen.